Ja, liebe Zuschauer, wir von Bild Hamburg sind heute hier im Polizeipräsidium und ihr habt ja schon mitbekommen, nicht nur wir sind auf Facebook und auf Twitter, sondern die Polizei Hamburg inzwischen auch, wie viele andere Landespolizeien. Und wir haben uns gefragt, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Wie sitzen die hier? Wie arbeiten die? Und wir besuchen die jetzt einfach mal. Kommt mal mit rein. Hier sieht schon sehr nach Twitter aus, ne? Mal gucken, wie die Schwerpunkte hier gesetzt werden. Was wichtiger ist, Facebook oder Twitter? Guten Tag. Hallo, Herr Zell. Herr Mayer, ich grüße Sie. Ja, das ist Timo Zill, der Pressesprecher der Hamburger Polizei. Sozusagen hier der Gesamtverantwortliche für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und die Pressestelle. Wir sind hier, weil wir uns dafür interessieren, wie Sie auf Social Media arbeiten, was Sie davon haben. Warum sind Sie überhaupt auf Facebook als Polizei Hamburg? Ja, an erster Stelle geht es uns natürlich um Transparenz, also Offenheit. Wir merken, das wissen Sie ja auch in der Bild-Zeitung, Polizeithemen interessieren. Insofern haben wir hier ein tolles Medium, einfach die Alltagsarbeit der Polizei deutlich zu machen. Also Transparenz. Dann geht es uns um Kommunikation. Wir sind in der Lage, auf den Kanälen Themen zu besprechen, die man sonst nie umsetzen könnte. Also wir haben hier eigene Schwerpunktwochen zum Straßenverkehr, zum Thema Wohnungseinbruch und können dort tolle Informationen und Tipps geben, die wir sonst nie so loswerden würden. Das ist das. Wir wollen auch fahnden, also Sachfahndung machen wir schon. Wir sind mittlerweile bei 31.000 Followern, sind in der Lage, mittlerweile ein Publikum zu erreichen, was wir sonst so nie erreicht hätten. Für viele Nutzer, für viele User ist die Social Media Kommunikation der von Landespolizeien wichtig geworden, seitdem es auch große Einsätze gibt, jetzt zum Thema Terror. Da haben sich, glaube ich, unheimlich viele, stellen wir auch fest, unheimlich viele darüber informiert. Was haben Sie da festgestellt? Also gerade als es in München die großen Einsätze gab, zum Beispiel, wie wichtig ist aus Ihrer Sicht da Kommunikation über Social Media? Also Social Media gibt uns ganz neue Möglichkeiten, gerade auch bei den, wir nennen es intern, lebensbedrohlichen Einsatzsituationen. Das kann Terror sein, das kann Amoktaten sein, da gibt es vielfältige Beispiele. München hat es gezeigt zur Silvesterzeit. Man hätte als Pressestelle Journalisten um die Uhrzeit wahrscheinlich gar nicht so erreichen können. Jetzt sind Sie wir sind ja immer am Einsatz, Herr Zell, Ja, natürlich. genau. Aber so haben wir tatsächlich die Möglichkeit, direkt mit der Bevölkerung zu kommunizieren, über einen Kanal, der rund um die Uhr freigeschaltet ist. Das ist uns extrem wichtig. Man hat gesehen, die Münchner haben große Erfahrungen schon gemacht. In Berlin gibt es eben solche Erfahrungen. Und insofern wollen wir davon auch profitieren. Wir tauschen uns aus und bereiten uns auch tatsächlich auf so einen Fall vor. Hoffen natürlich, dass wir das in Hamburg nie brauchen, aber wir wollen vorbereitet sein. Und wie Sie das machen, das können vielleicht mal die Kollegen sagen. Sie sagen es, Sie haben ein dreiköpfiges Team hier zusammengestellt. Wir sind zufälligerweise in dem Raum, wo die Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Vielleicht können Sie mal Ihre Social-Media-Aktivitäten ganz kurz einstellen, dass wir Sie kurz mal kennenlernen. Wer so die Köpfe hinter Facebook und Twitter sind bei der Hamburger Polizei. Also begrüßen wir hier, oder Sie begrüßen uns hier in Ihren Räumlichkeiten, Julia Kühl, Tobias Greve und Oliver Petri. Sie sind die Männer und die Frau hinter dem Facebook- und dem Twitter-Auftritt der Polizei Hamburg. Jetzt hat der Zill gerade gesagt, Sie bereiten sich darauf vor, Sie hoffen zwar, dass sowas hier nie eintritt, aber Sie bereiten sich darauf vor, auch solche Lagen, lebensbedrohliche Lagen, Einsätze Social-Media-mäßig zu begleiten. Wie kann man sich auf sowas vorbereiten, Frau Kühl? Ja, ich glaube, die beste Vorbereitung ist die tägliche Praxis bei solchen Sachen, dass wir hier ständig an den Kanälen sitzen und den Umgang mit den Usern üben. Das sollte das Große und Ganze sein, wie man sich für den Krisenfall vorbereiten kann, dass man einfach den normalen Umgang mit den sozialen Medien und den Umgang mit der Community hier erlernt. Wie ist denn der Umgang des Bürgers mit der Polizei? Wo ist er direkter und härter oder netter, wie auch immer, im Social Web oder auf der Straße? Oh, das kann ich schwierig unterscheiden. Das hängt von den Leuten ab. Also wir haben natürlich auch harten Umgang in der Community untereinander. Direkt auf Twitter ist man natürlich mal härter, weil man keinen Gegenüber hat. Könnte man jetzt meinen, aber es gibt auch Leute, die draußen Bürger dem Polizeibeamten gegenüber schon sehr schroff sind. Auch wenn man face to face ist. Herr Greve, Sie sind so der Zivilfahnder hier in der Truppe, oder wie muss ich mir das vorstellen? Sind Sie auch Polizist? Ja, ich bin Polizist, ich bin bei der Kriminalpolizei, deswegen habe ich keine Uniform. Meine Karriere startete im LKA, im Landeskriminalamt. Ich war da am Anfang für Raub zuständig, Bankraub, Stellenüberfälle und so weiter. Dann war ich beim Kriminaldauerdienst und zuletzt habe ich mehrere Jahre bei den Ermittlern für Sexualdelikte zugebracht. Und jetzt hatte ich Anfang des Jahres die Chance, mal was ganz anderes zu machen und dann Teil des Social Media Teams zu werden. Ich wollte gerade fragen, sind Sie alle zwangsverpflichtet worden? Hat der Zill gesagt, irgendwie, Sie müssen jetzt, ich brauche drei Leute,
die hier Social Media machen, wenn sich keiner meldet, wird ausgelost? Oder wie war das bei Ihnen, Herr Petri? Nee, ich war schon vorher im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig hier, seit einem Jahr, und habe da unter anderem den Polizeishop gemacht oder Werbekampagnen begleitet, das Bürgertelefon gestellt. Bin ich hier rübergerutscht. Okay, also kommen Sie drei alle im Grunde aus ganz unterschiedlichen Verwendungen, möchte ich es mal nennen, und decken hier so Ihre Bereiche auch ab. Das ist ja ganz, ganz praktisch eigentlich. Wenn beispielsweise eine Schwanenrettung reinkommt, um nur ein Beispiel zu nennen, wer ist da derjenige, der dann sagt, Schwanenrettung, Tiere bin ich, oder gibt's das, ist es immer, wird das ausgelost? Nein, sowas teilen wir uns natürlich auf. Ich glaube, in dem Fall Schwanenrettung hat die Schutzpolizei doch ein bisschen mehr mit zu tun als jetzt die Kriminalpolizei, sodass wir Leute vom Streifendienst, die das mal gemacht haben und vielleicht auch schon mal live erlebt haben, doch vielleicht ein bisschen besser über die Abläufe, wie das dann draußen vonstatten geht, Bescheid wissen und dann auch auf die Anfragen meist reagieren. Also vielleicht nochmal für die Zuschauer oder User, die jetzt erst sich zugeschaltet haben. Wir sind heute bei der Polizei Hamburg hier im Polizeipräsidium und besuchen das Social Media Team der Hamburger Polizei, das mit wachsendem Erfolg und mit wachsender Followerzahl und Fanzahl hier Informationen der Polizei Hamburg unter die Leute bringt. Und wenn Sie und wenn ihr Fragen habt, dann bitte gerne posten. Wir werden dann versuchen, alles, was kein Geheimnisverrat ähnlich kommt, hier auch zu beantworten, haben die Kolleginnen und die Kollegen sich zu bereit erklärt. Es gibt ja nicht nur die Schwanenrettung, sondern wir haben gerade schon besprochen, es gibt auch ernste Dinge. Wie viele Dinge kommen denn hier bei Ihnen an über Mitteilungen oder Nachrichten, die eher an den Notruf gerichtet wären? Und was tun Sie dann? Oh, das ist ganz verschieden. Also wir haben an manchen Tagen mehr Sachen, also können schon mal 3, 4 Sachen sein, an manchen Tagen gar nicht oder 1 oder 2. Das leiten wir dann weiter, damit das schon bearbeitet wird. Ja, aber das kommt durchaus vor, wo wir darauf hinweisen, dass eigentlich der Notruf 110 ist. Leiten das weiter. Das heißt, Sie schreiben dem, rufen 110 an oder sagen Sie schon mal hier im Haus, übrigens, da passiert gerade was, vielleicht solltet ihr da mal vorbeifahren. Das kommt das auch schon mal vor. Nach Lage versuchen wir dann natürlich, oder werden alle Stellen dann informiert, die dafür, um den Fall zu bearbeiten. Wenn man einen Notruf loswerden wollte, was nicht angebracht ist, was Sie gerade gesagt haben, wie zu welchen Tages- und Nachtzeiten erreicht man Sie denn hier? Also wann kann ich Sie denn anschreiben? Sind Sie irgendwann 68 Uhr besetzt? Wie läuft das? Von 8 bis 18 Uhr hier, und in diesem Zeitraum versuchen wir, alle Fragen, die an uns gestellt werden, über Twitter oder über Facebook auch zu beantworten. Wir hatten jetzt am Sonntag gerade einen besonderen Einsatz, der war außerhalb der normalen Bürozeiten, sag ich mal. Sie haben zum Länderspiel Deutschland gegen Tschechien getwittert aus dem Stadion. Was sind da die Erfahrungen gewesen? Wie haben die Leute reagiert? Ist das positiv verlaufen aus Ihrer Sicht? Ja, das ist sehr positiv verlaufen aus unserer Sicht, weil die Community das sehr gut angenommen hat, fühlte sich gut informiert, was wir an Rückmeldungen, das ist ja mal sehr schnell bei Twitter und Facebook, man steht ja in direkter Verbindung, und das kam, was wir also mitbekommen haben, und wir gucken uns das natürlich alles an, beantworten die Fragen, das ist sehr positiv für uns gelaufen. Ja. Und wir haben uns entschieden, diesen Einsatz zu begleiten, weil das eben nicht der herkömmliche Bundesliga-Fußball war, sondern eben ein Qualifikationsspiel mit der deutschen Nationalmannschaft, da haben wir gesagt, da kommen auch viele von außerhalb, viele Fans, und deshalb haben wir den begleitet. Ich habe jetzt die Frage, ob es vielleicht entspannter ist, im Social-Media-Team zu arbeiten oder Streifenfahren. Es kommt die Frage gerade nochmal vielleicht ins Mikrofon, ob es entspannter ist, im Social-Media-Team zu arbeiten oder an der Front im ersten Graben zu liegen und Streifenwagen zu fahren. Vielleicht die Schutzleute unter Ihnen, wie ist die Erfahrung? Och, das kann man jetzt gar nicht so richtig einschätzen. Das hängt natürlich davon ab, was hier los ist oder was draußen los ist. Aber ich muss sagen, im Streifendienst hat man immer gedacht, so Tagesdienstzeiten, also 8 bis 18 Uhr, wäre eine ganz ruhige Kiste. Das kommt man doch gut nach Hause. Und ich muss sagen, jetzt hat sich das doch so entwickelt, dass man manchmal nach Hause kommt und denkt, boah, ich bin aber ganz schön kaputt. Also die Schwanenrettung ist nicht nur im Streifenwagen anstrengend, sondern auch hier am Schreibtisch, wenn man sie verkaufen muss und auf Rückfragen reagieren muss und so weiter. Okay. Aha. Nochmal vielleicht zum Länderspiel zurück. Sie haben jetzt auch Glück gehabt, dass im Volksparkstadion außergewöhnlich guter Fußball gezeigt worden ist, wenn jetzt vielleicht im Moment nicht der Fall ist, immer so. Haben Sie das Gefühl, dass positive Nachrichten 3-0 gegen Tschechien sich besser machen auf Twitter als zum Beispiel ein schlimmer Einsatz, wenn Sie eine große Lage haben, wo Sie vermisste Personen suchen oder irgendwelche schlechten Nachrichten überbringen müssen? Wie ist dann die Reaktion?
Das liegt immer daran, wie diese Meldungen aufbereitet werden. Da müssen wir uns Mühe geben. Wir müssen also quasi jede Meldung so präsentieren, dass die Community Interesse daran findet. Und dementsprechend müssen wir sie formulieren. Also langweilige Meldungen, das liegt dann an uns. Das darf dann nicht sein. Da müssen wir eben so das formulieren, dass der Leser quasi draußen das interessant findet. Und dann gibt es so eigentlich keinen großen Unterschied. Allerdings Tiergeschichten, Schwanenrettung etc., das läuft immer besonders gut. Das muss man schon ehrlich sagen. Sie könnten fast bei der Bild-Zeitung anfangen, Herr Petri, oder wir bei Ihnen, weil bei uns auch natürlich sehr darauf ankommt, wie ist das aufbereitet. Die Leute wollen nicht die Dinge nur vorgesetzt bekommen, sondern sie im Grunde schon sehr, wollen eine gute Ansprache haben. Und das kriegen wir ja auch im Social Web nicht nur mit, sondern auch an der Zeitung, die am Kiosk liegt. Insofern haben wir da ja ein gleiches Anliegen im Grunde. Also umso schöner, dass wir uns hier mal heute kennenlernen. Gibt es Erfahrungen, waren wir bei der Schwanenrettung, was besonders gut funktioniert? Gibt es einen erfolgreichsten Post, den Sie mal abgesetzt haben, wo Sie vielleicht gedacht haben, oh, dass der jetzt so durch die Decke geht, das hat uns jetzt überrascht? Gibt es da Erfahrungen? Also Emotionen grundsätzlich verkaufen sich immer am besten. Das haben wir inzwischen auch schon mitbekommen, obwohl wir keine gelernten Journalisten sind. Der erfolgreichste Post auf Facebook war bisher unser Brief an einen Autofahrer durch ein fiktives, verstorbenes Mädchen. Da sind wir... Ich weiß gar nicht, ist ungefähr bei 700.000 oder 800.000 Lesern. Das ist für uns schon ziemlich enorm. Und je mehr Emotionen mit in einem Inhalt verpackt sind, desto besser verbreiten Leute das auch und fühlen sich selbst betroffen oder angesprochen und desto mehr wird drüber geredet. Das ist für uns die große Herausforderung. In der Vergangenheit haben wir ja Stadtteilpolizisten gehabt beispielsweise. Wir waren auf Wochenmärkten, wir haben Flyer verteilt, Broschüren. Und gerade bei solchen wichtigen Themen, Sicherheit im Straßenverkehr, beispielsweise mit Kindern, merken wir haben plötzlich einen ganz neuen Kanal, können Menschen ganz anders ansprechen. Und das ist uns extrem wichtig, dass wir genau das auch nutzen. Das Team hat da auch alle Freiheiten, sich mal auszuprobieren. Da geht nicht immer alles richtig, aber genau das wollen wir einfach auch mal setzen. Wir haben uns mal getraut, genau diesen imaginären Brief nach vorne zu schieben. Und ich denke mal, die Reaktion im Netz haben gezeigt, dass wir ganz, ganz viele Menschen bewegt haben. Und ich glaube, wenn wir sie bewegen, dann werden wir sie auch zu einer Verhaltensveränderung herbeiführen oder leiten können.